Ich spreche hier mal am Anfang des Videos eine Triggerwarnung raus, weil hier geht es um Cybergrooming, also sexueller Missbrauch an Kindern im Internet. Und falls du dich damit nicht wohlfühlst, brech lieber das Video ab oder guck's mit jemand an, den du vertraust. Hallo meine Freunde der Cybergroomer, hier ist wieder der Retter der Menschheit mit einem neuen Video. Ich wurde auf einen gewissen Stream aufmerksam gemacht und da ich gerade eh am Klicksfarm bin, für die YouTube-Monetarisierung wie ein Stardew Valley-Spieler, habe ich mir mal gedacht, dass ich das Thema doch mal ansprechen soll. Und nicht, weil mir die Themen ausgegangen sind und ich einfach keinen Bock hatte, für neue Sachen zu recherchieren. Das ist auf gar keinen Fall der Fall. Like das Video und wir fangen direkt mit dem Streamer Gamris an. Ganz ehrlich, ich erzähle keinen Schuss. Ich habe zwar eine Jackenkrankheit, aber es ist nichts Schlimmes daran. Daran ist nichts Schlimmes. Das ist einfach nur ein Fetisch. Und Fetisch ist eine Krankheit, ist sogar vom Arzt bewiesen. Da könnt ihr euch auch einen Schriftsatz vorlesen. Überlegen, wenn ich halt home bin, habe ich kein Problem mit. Die ganzen Informationen habe ich mir sehr genau mit Beweisen bestätigen lassen in einem zweistündigen Discord-Call. Ich habe auch anfangs überlegt, ob ich überhaupt ein Video dazu machen soll, doch als ich dann selber in die tiefere Recherche gegangen bin, habe ich herausgefunden, dass das alles wahr sein kann. Die Beweise sind zu offensichtlich und vielleicht kann ich auch das Thema Cybergrooming allgemein ansprechen. Gamris war ein Twitch-Streamer, der gebannt wurde. Nicht, weil er das N-Wort auf Lock im Stream gedroppt hat. Ach, oh, denkst du wirklich, das bringt dir was? Verpiss dich einfach, du kleines, mieses Kind. Du kleiner, mieser, verpiss dich einfach aus meinem Stream und ganz ehrlich, du bringst mich eh nicht so weiß gut. Bringt dir eh nichts. Sondern weil er einer anderen Person seine Account-Daten gegeben hat. Und diese Person hat dann einfach ein Porno gestreamt. Das dem Twitch-Support zu erklären, ist ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Man muss mich da auch verstehen. Ich investiere Zeit, Mühe, auch meinen Twitch-Kanal. Plötzlich wird er einfach mal gesperrt und ich habe keine Möglichkeit gehabt, zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist. Es hat jemand dafür gesorgt, dass ich gesperrt werde auf Twitch. Jemand hat einen Streamschlüssel, dem habe ich blind vertraut. Eine Person, der habe ich so blind mäßig vertraut. Ja, hatte ich auch. Also es war ja auch einer meiner besten Freunde. Und dann hat der Typ das ausgenutzt, weil meine Geräte kaputt waren. Und ich nichts machen konnte. Ich konnte gar nichts mehr tun. Der hat einfach pornografische Inhalte gestreamt und hat dann einfach gemeint, zu reporten. Ja, und dadurch wurde ich gebannt. Ich muss sagen, er ist selber schuld. Also wenn er wirklich seine Accountdaten weitergibt, was dir so oft gesagt wird, dass du das nicht machen sollst, dann Alter, akzeptier den Bann. Aber um aufs Thema zurückzukommen, dieser Streamer betreibt aktiv Cybergrooming. Aber was ist das überhaupt? Cybergrooming beschreibt, wenn ein Erwachsener sexuellen Kontakt online zu Kindern sucht, indem er selber Material wie Dickpics schickt, was ihr übrigens auf solchen Webseiten anzeigen könnt, weil das zählt unter sexuelle Belästigung. Aber es wird auch dabei versucht, das Kind zu motivieren, selber etwas zu schicken oder etwas intimer mit der Person zu werden. Wer zum Beispiel die Einhornkuh schon mal auf YouTube gesehen hat, sollte den Begriff eigentlich ganz gut kennen, da diese solche Leute aktiv im Internet suchen und im echten Leben zur Rede stellen, sowie dann die Polizei mit einbeziehen. Und in diesen Videos geht es auch meistens um den Fall Cybergrooming. Und dieser Gamris, der übrigens ungefähr zwischen 25 und 30 sein sollte, hat das aktiv ausgenutzt, dass er als Streamer mehr Kontakt zu Minderjährigen bekommen hat. Wahrscheinlich auch durch das Spiel Fortnite. Er hat nach Nummern gefragt, sowie nach sehr expliziten Sachen. Ich werde hier einfach mal die Chats zitieren. Trägst du keine Regenjacken? Ja. Okay. Verstehe, wie meinst du das? Das klingt halt schon ziemlich creepy. Also ich meine nicht den Chat, sondern wie ich mich... Du bist der beste Freund, den man je haben kann. Cool. Genau, mein bester Freund. Bin ich dein bestester Freund? Was würdest du denn für mich machen wollen? Das klingt so, als wäre so ein Teenager, der so versuchen will, aus der anderen Person so rauszuquetschen, dass die Person mit dir Dirty Talk hat. Magst du Regenjacken? Wollen wir später Call mit Jacken machen? Und zuallererst fand ich das alles ein bisschen komisch. Konnte das irgendwie gar nicht glauben, was da alles gesagt wird. Aber so länger ich mich mit den Chats befasst habe, wurde mir klar, dass der Typ die ganze Zeit nach Regenjacken fragt. Der Typ hat offensichtlich einen Jackenfetisch.
und versucht Kinder dazu zu bringen, ihm solche Dinge zu schicken. Er fragt oft nach Videocall, bietet sogar Gegenleistungen wie Videospiele an, was das Ganze sogar noch illegaler macht. Besonders, weil die Menschen, mit denen er schreibt, deutlich minderjährig sind. Also so minderjährig, dass du sie theoretisch von den Discord eigentlich bannen müsstest und dies an den Discord-Support melden müsstest. Und hier ist zum Beispiel auch ein Screenshot von einem 11-Jährigen. Und ich meine, in diesem Screenshot bestätigt er sogar, dass er generell mit Jüngeren auf sein Discord schreibt, da seine Community noch recht jung ist. Ich weiß, was wahrscheinlich die meisten denken, so, das hört sich extremst lächerlich an. Aber man darf halt nicht vergessen, dass es halt Minderjährige sind und der sich daran aufgeilt. Und ich würde das Video nicht machen, würde es keine genauen Beweise durch Chats, die ich hier auch nicht einblenden kann. So wie explizite Videos, in denen Kinder einfach an Jacken rumbeißen, die er geschickt bekommen hat. Ich habe die jetzt nicht auf meiner Festplatte, weil das wäre illegal, das zu verbreiten, aber ich habe sogar ein Video, wo er selber an seiner Jacke halt rumkaut. Und genau das fordert er von diesen Minderjährigen. Würde er es mit über 18-Jährigen machen? Wäre das mir auch scheißegal, dass er das macht. Lebt dein Fetisch aus, aber macht das nicht mit fucking Kindern. Doch das war auch nicht alles. Denn ich habe leider auch gesehen, dass er mal nackt im Discord-Videocall gewesen ist und sich mit Ketchup eingerieben hat. Und ich wünsche so sehr, das wäre eine Fake News gewesen oder irgendwas anderes, aber ich habe wirklich Screenshots bekommen, die das sogar beweisen. So, aber das Thema ist ja Cybergrooming. Das heißt, wir gehen jetzt wieder da zurück. Und da habe ich auch die Information bekommen, dass er eine Razzia hatte, in dem sein PC und so weiter mitgenommen wurde. Er selber macht aber immer so komische Andeutungen und Aussagen. Einmal bestätigt er, dass es Verdacht auf Pädophilie war, aber dann verneint er es wieder. Oh, und hier gibt er zu, dass er seine SIM-Karte gewechselt hat, damit die Polizei keinen Zugriff mehr drauf hat. Ich dachte schon, ApoRed fickt sich schon selber. Und währenddessen behauptet er immer, dass es so ein gewisser Hater gewesen ist. Dabei habe ich jetzt schon so viele Beweise gesehen, die ihn echt nicht gut dastehen lassen. Er sagt auch zwar, er hat immer zahlreiche Beweise, die dagegen sprechen, aber bisher hat er irgendwie gar nichts gezeigt. Er kündigt auch ein Statement an, in dem er alles beweisen will, aber irgendwie macht er das dann nie. Und wenn man nachfragt, dann beleidigt er dich. Er belästigt auch andere Streamer, indem er einfach mehrere Accounts erstellt und die dann mit Anzeigen und auch mit den LKA bedroht, die nicht für solche Delikte zuständig sind. Er meint auch immer, dass er voll die heftigen Placements hat und Partner, wie Coca-Cola oder ein Vertrag mit der Telekom für kostenloses Internet. Aber ich will bei einer Sache jetzt fair sein. Denn diesen Hater, den er davor erwähnt hat, scheint es wohl wirklich zu geben. Ich wollte nämlich wissen, ob man bei Twitch-Tracker auch gebannte User anschauen kann, damit ich so nachvollziehen kann, okay, wie viele Zuschauer hat er und so weiter. Aber ich habe stattdessen sehr viele Accounts gefunden mit sehr komischen Namen. Ich würde gerne wissen, wer dieser Hater ist, um seine Motive einfach herauszufinden. Zum Cybergrooming-Thema gibt es auch öffentliche Aussagen. Ich blende das mal hier ein, aber ich zensiere mal alles, weil der Junge ist halt jung und ich weiß nicht, ob er damit gezeigt werden möchte. Ich habe was gemacht, was für seinen Fetisch ist. Kann man so sagen. Kennst du ihn nicht? Nö. Der erzählt mir eh nicht alles. Der hat einen Regenjackenfetisch. Ach so, das weiß ich. Ja, so das kennt er ja. Ja, und wenn du nur wüsstest, was ich mit einer Regenjacke machen musste. Was denn? Essen? Ja. Na lecker. Ich muss die auch schon machen. Ach, du musst es auch so wie auf einen Kaugummi drauf kauen. Also was ich da noch dafür machen musste? Was? Dass er mir ein Lied schickt über... das schreibe ich dir dann mal lieber. Oh nein. Oh nein. Ja, das mit P-Ding. Ja. Junge, warum? Und die ganzen Vorwürfe sind schon ziemlich hart. Und ich weiß so, teilweise kann ich es nicht glauben, aber teilweise sind halt die Beweise so stark. Doch zum Glück hat Gamriss ein Statement zu den ganzen Vorwürfen rausgehauen. Und wir gehen das jetzt mal einfach mal gründlich durch. Also let's go. 34 Minuten, Gio kommt schon ins Schwitzen, Handy Hochformat. Das Statement muss eine Bombe sein. Und deswegen machen wir auch ein Statement-Speedrun. Ich, übrigens Leute, muss ich sagen, mir wird unterstellt, ich hätte Sachen gefaked. Oder, wie kann man es anders sagen, Sachen erlogen. Das stimmt nicht. Faktisch stimmt das nicht. Ich habe mir wirklich ein Geschäftsessen heute gehabt mit einem
Musiker. Ich hatte ein Meeting. So ein kleines Meeting. Ich sag mal, es ging nicht lang. Stunde. Da ist einiges geplant für euch. Mit dem kann es passieren, dass ich bald ein Musikvideo zusammen drehe. Das ist gerade noch in Planung. Aber ich habe, wie gesagt, einen Musiker heute auch einen anderen getroffen, Backstage. Vielleicht komme ich beim nächsten Event von seiner Seite aus hinter die Kulissen, wenn er auftritt. Ich werde das noch ganz klären. Aber darum geht es jetzt nicht. Wenn es nicht darum geht, warum ist es ein Statement drin? Und mein Name zum Beispiel, wie Gamrot oder Gamrez oder Radian Hart oder Gamrot TV oder sonstiges, ist rechtlich markenmäßig geschützt, rechtlich gesehen. Ich habe Lizenzen darauf und ich werde, wenn es nicht bald aufhört mit diesen Namenfälschungen, Ansprüche darauf stellen. Bedeutet, ich werde es zur Anzeige bringen. Das, weil mein Namen sind rechtlich fucking nochmal geschützt und es reicht. Er redet hiervon, dass er seinen Namen markenrechtlich eingetragen hat, aber das heißt nicht, dass man den Namen nicht benutzen darf. Ich darf höchstens kein Merch damit machen, aber du kannst nicht verbieten, dass man über dich spricht. Ich muss dann immer wieder Statements machen, wie jetzt dieses Video. Ich bin's leid. Wenn du immer wieder ein Statement machen musst, solltest du mal ein gutes Statement rausbringen. Ich glaube, das wäre mal was. Und an dich, Hater. Ich nenne dich jetzt einfach Hater. Zwar betitelst du dich nicht als Hater, aber ich sag dir eins. Wenn du schon meinst, gegen mich zu haten, zeig dich auch mit deinem echten Namen. Mir persönlich stinkt's. Und wenn du es nicht bald machst, ich mach gerne weiter. Also, ich mach mich nicht strafbar. Hey, ich bin's Jura. Aber nein, Spaß. Ich kenne den Hater nicht, aber warum sollte der Hater seinen echten Namen zeigen? Am besten ignoriert man einfach solche Hater und zeigt sie an, sobald sie Straftaten machen. Was du laut deinen eigenen Aussagen auch noch gemacht hast. Fütter einfach nicht den Hater so wie Trolle. Denn wenn du darauf reagierst, merkt er, dass du getroffen wirst davon. Doch jetzt spricht er endlich das an, was alle wissen wollen. Ich gebe euch zu, Chat, ich hatte eine Klage wegen pädophilen Handlungen, aber die wurde eingestellt, das Verfahren. Es wurde eingestellt. Also hat er hier quasi bestätigt, dass es so eine Klage gab und er begründet ganz gut, warum diese eingestellt wurde. Es wurde eingestellt, weil ich unschuldig bin. Und dann flüstert er leise, dass er unschuldig ist. Ich frag mich aber, warum er da keine Einblendung macht von der Einstellung des Verfahrens. Außerdem heißt das Einstellen eines Verfahrens nicht, dass du freigesprochen wurdest. Das Verfahren kann jederzeit wieder aufgenommen werden. Das heißt, du bist nicht verurteilt, du kriegst keine Strafe, aber bist auch nicht freigesprochen. Und vielleicht wurde das Verfahren eingestellt, weil du vielleicht da etwas mit deiner SIM-Karte gemacht hast, aber das nehme ich mal einfach so hin. Ich habe mich auch im Reddit angelegt, das kann ich euch auch schwören. Ich habe mich fucking nochmal mit Reddit angelegt. Ich habe Reddit informiert. Ich werde auch Klage gegen Reddit einreichen, weil sie sowas unterstützen. So Lügereien, falsche Behauptungen, Unterstellungen, sowas immer unterstützen. Und da habe ich beziehungsweise mein Anwalt schon eingeschaltet. Das kann ich euch versprechen. Reddit kriegt auch noch eine Post. Anscheinend gab es einen Reddit-Post, der ihn exposed. Und er will Reddit dafür anzeigen, dass sie sowas unterstützen. Ist er ein neues Pokémon oder warum sagt er die ganze Zeit, ich zeig dich an? Dass ich handfeste Beweise habe und nicht gefälschte Beweise, die teilweise auch gefälscht sind. Ich schwör's euch. Und jetzt muss ich kurz gucken, wo ich lang muss. Ach, da. Dafür, dass du so viele Beweise hast, hast du bisher in den 9 Minuten noch gar keine gezeigt. Gibt gleich noch ein weiteres Statement aus dem Hotel. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich lang muss. Also macht's gut. Bis gleich. Mehr Informationen seht ihr im nächsten Video. Dort kann ich besser reden. In Minute 11 kündigt er an, dass er im Hotel weiterreden wird und ein neues Statement kommt. Doch warum geht das Video dann noch weiter? Und hört auf, mich schlecht zu reden, weil es bringt euch eh nichts. Ihr macht euch nur strafbar, weil, wie ich bereits sagte, mein Verfahren wurde eingestellt. Ich habe einen schriftlichen Brief von der Polizei. Einen schriftlichen, den kann ich sogar vorlegen. Den könntest du vielleicht mal zeigen. Und dann wiederholt er sich mal wieder. Wo ich auf dem Event war, habe ich keinen Twitch gehabt und ich habe keinen Twitch-Kanal. Er heißt Gamrot_official. Es ist einfach nur kindisch. Ich kann zwar auch belegen, dass ich keinen habe. Klar, ich gebe vielleicht zu. Ich habe auf Twitch Bannumgebung gemacht, ja.
weil ich zu Unrecht gebannt wurde. Dann sagt er, dass er zu Unrecht gebannt wurde, aber warum ist er dann nicht entbannt, wenn es zu Unrecht ist? Und er gibt hier zu, dass er Bannumgehung betreibt. Was, by the way, übrigens auch gegen die Richtlinien von Twitch ist, das darfst du nämlich nicht, wenn du permanent gebannt wurdest. Ihr seid einfach nur neidisch, weil ich mehr erreicht habe bisher als sonst jemand. Ja, ich weiß es, klar. Ihr fragt euch, ey, warum erzählt er diesen Stuss? Ganz ehrlich, ich erzähle keinen Stuss. Ich habe zwar eine Jackenkrankheit, aber es ist nichts Schlimmes daran. Daran ist nichts Schlimmes. Das ist einfach nur ein Fetisch. Und Fetisch ist eine Krankheit, ist sogar vom Arzt bewiesen. Da könnt ihr euch auch einen Schriftsatz vorlesen. Überlegen, wenn ich ertrunken bin. Habe ich kein Problem mit. Ja, Bro, der Fetisch ist auch gar nicht so schlimm. Aber das Schlimme ist, mit wem du den Fetisch auslebst. Außerdem beschreibt der Fetisch als Krankheiten. Was? Ich stelle mich mal kurz hier ins Licht, damit ihr mal auch seht, dass ich ernst meine. Ab sofort werde ich keine einzigen Videos mehr machen. Also, was heißt Videos? Ich meine Statements. Das war jetzt mein letztes Statement oder Posts. Ich werde ab sofort keine Posts mehr machen. Und jetzt plötzlich sagt er, dass es sein letztes Statement sein wird. Dabei hast du doch vorhin noch erwähnt, dass du noch ein Statement machst, wenn du im Hotel bist. Gibt gleich noch ein weiteres Statement aus dem Hotel. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich lang muss. Und der Rest des Videos ist einfach irrelevant. Ich hoffe, ich habe meinen Speedrun geschafft in diesem Statement. Und ich gebe hier ein minus 1 von 10 Punchline-Punkte. Null. Außerdem hat dann irgendein Stream mal erwähnt, dass er mit Twitch einen Deal aushandeln möchte. Als ob er in der Verhandlungsposition ist, wenn er gebannt ist. Geht's dir geistig noch gut? Da geht's Twitch gar nicht mehr gut. Und ich finde das scheiße. Ich habe jetzt Twitch auch im letzten Report, also Anspruch eingelegt, wo ich gesagt habe, hier, ich sehe es nicht ein, sonst gehe ich zur Konkurrenz. Das habe ich ihnen tatsächlich geschrieben, weil langsam reicht es mir. Das ist jetzt der dritte Anspruch. Jetzt habe ich aber zu viel über Gammeris gesprochen. Ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich klar. Er plant noch ein Statement. Ich kann dazu nicht viel sagen. Ich finde scheiße, was er macht. Aber ich nutze jetzt den Rest des Videos noch für ein paar allgemeine Sachen zu Cybergrooming. Denn wenn du selber minderjährig bist, musst du besonders darauf achten, dass im Internet die Person gegenüber jeder sein kann. Die Täter geben sich oft als Gleichaltrige aus, geben dir viel Lob und Komplimente. Sie versuchen auch dir einzureden, dass das ein großes Geheimnis werden soll. Das heißt, du darfst das anderen natürlich nicht weitersagen, weil es ja ein Geheimnis. Und sobald das Vertrauen aufgebaut ist, werden die Täter immer forderner und versuchen daran, an bestimmten Material zu kommen. Und sobald die minderjährige Person was geschickt hat, beginnt der Teufelskreis. Der Täter fängt an, das Kind zu erpressen, damit die Person mehr schickt, weshalb ihr auch niemals Nacktfotos oder so an Personen schicken solltet, denen ihr gerade mal kennengelernt habt. Schickt generell keine Nacktfotos an andere. Doch, was kann man machen, wenn du in so einen Teufelskreis gelandet bist? Das Wichtigste ist, vertrau dich erstmal jemand an, sei es Freunde, deine Eltern, dein Lehrer oder auch die Eltern von deinen Freunden. Es ist zwar unangenehm, aber es wird dir niemand den Kopf dafür abhacken, nur weil du das leichtsinnig gemacht hast. Wenn eine Person dir schon so komisch rüberkommt, ignoriere sie einfach. Wenn die Person aufdringlich wird, dann kannst du sie auch blockieren. Melde am besten auch die Person und speichere die Beweise, falls es wichtig wird. Und der allerwichtigste Punkt, quasi Regel Nummer 1 des Internets, gib niemals private Informationen weiter, sei es Wohnort, Alter oder auch deinen Namen. Denn selbst mit den Namen kann man schon so viel herausfinden. Und ganz besonders, drücke niemals irgendwelche Links an. Und was wir Erwachsene dagegen tun können, ist nur einfach aufzuklären. Doch wenn wir als Erwachsene sowas bemerken, dann können wir halt nur diese Person ansprechen, fragen, was da eigentlich so abgeht und die Unterstützung anbieten. Wie es zum Beispiel Simpo gemacht hat, ich weiß nicht, wie man deinen Namen ausspricht, das tut mir so leid, bitte zeig mich nicht an, die den Minderjährigen hilft, die Gammeris ausgenutzt hat, diese auch wirklich anzuzeigen. Besonders können sich Betroffene bei der Nummer gegen Kummer melden, sowie auf der Webseite von denen, wo du auch ein
Chat-Plattform hast, falls du zu sehr Angst hast, dort anzurufen. Es gibt auch eine Webseite, die heißt Hilfeportal Missbrauch, bei der du sicher auch etwas melden kannst. Das Schwierige ist jetzt bei dem Thema, wirklich einen Abschluss zu finden. Ich denke, ich habe das gesagt, was ich sagen wollte. Ich habe meine Meinung gebracht, ich habe das Statement analysiert und ich bin mir sehr sicher, dass Gamriss, wenn er keine neuen Beweise zeigt, das wirklich alles gemacht hat. Und ich finde das echt erschreckend. Wenn du selber Betroffener warst von Cybergrooming, dann kannst du gerne deine Erfahrungen in die Kommentare schreiben und auch was dir geholfen hat. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass sowas traumatisierend sein kann. Ich hoffe aber, das Video hat euch gefallen. Ich habe das Thema teilweise zur Aufklärung von Cybergrooming gemacht, weil ich finde, das Thema ist ein wichtiges Thema wie parasoziale Beziehungen. Wenn ich meinen Cutter nicht mehr mit Koffern abwerfe, kommt auch ein Video zu parasoziale Beziehungen. Und ich hoffe, das nächste Videothema wird eher wieder was Ruhigeres. Like das Video und schaut das Video mehrmals, damit ich die Monetarisierung freischalte. Wir sehen uns. Kommt auf Twitch.